Ich grabe mich runter. Am besten ohne zu explodieren. Ich habe gerade keine Fackel dabei, aber ich krieg das definitiv hin. Hast du eine Fackel oder so? Nö, die habe ich an die Delfine verfüttert. Achtung, blauer Block fällt. Ja, so, das war das. Dann nehmen wir doch das TNT schon mal mit. Mach das. Denn darum geht's ja. Das sieht bei mir über extrem cool aus mit den ganzen Verkabelungen. Und die Kisten musst du looten. Naja. Okay, hier ist nur Scheiße drin und zwei Eisen. Ist ja auch noch TNT oben drin in den Wänden, oder? Nee. Liegt noch eine TNT neben dir. Die Knochen nehme ich einfach mal mit. Oh nein. Und die Strings. Wieso hüpfe ich auf einmal? Ist gefährlich hier so am Rand. So Kisten looten und hochkommen und dann. Goldener Apfel. Ja, nimm mit und weg dafür. Ja, das braucht Zeit. Kann ich die creeperförmigen Klötze hier abbauen oder? Oh, du hast doch ein Pferd, oder? Ja, aber nicht hier. Glückwunsch zur Pferderüstung. Sehr schön. Kann ich die Creeper. Explodiert hier was, wenn ich die Creeper-Dinge abbaue? Nein, hier, oder? Da explodiert nichts. Habe ich aber auch nicht bekommen, so ein Mist. So, das müsste alles gewesen sein. Dann kommst du hoch. Wenn ich genug Blöcke habe, ja. Ich habe 28 Gravel. Das wird reichen. Warum habe ich eigentlich 28 Gravel? Den orangen Teppich noch mitnehmen. Da kann man Teppich draus machen aus der Wolle. Ja. Hier müssten eigentlich auch noch Kisten irgendwo sein am Rand, oder? Na, guck mal. Nein. Na gut, dann haben wir einen Tempel gefunden. Jo, ist doch was fürs Video. Ja, und ich esse einfach mal den goldenen Apfel, weil ich dringend Heilung brauche. Oh nein. Oh, schade um den Apfel. Goldene Äpfel sind jetzt nichts super Seltenes, aber ich brauche dringend die Heilung. So, in welche Richtung sollen wir aufbrechen? Zum Dorf? Ich hab absolut keine Ahnung. Hast du nicht die Koordinaten des Dorfes aufgeschrieben? Ich habe unsere Koordinaten. Oh, ansonsten setzen wir uns hier ins Boot und fahren einfach den Fluss abwärts, oder? Ich würde sagen, wir beenden einfach an der Stelle den Stream. Nee, ich will da nicht im nächsten Part hier irgendwo drin stecken und will jetzt noch nach Hause kommen. Ich will das noch mal. Okay, dann. Weil ich will die Kiste noch vervollständigen. Ich will dann noch das Ding in die Kiste tun, damit ich in den nächsten Part. Ich schwimme jetzt einfach schön flussabwärts und hoffe, dass ich da irgendwann ankomme. Das heißt, ich muss in die Richtung und ich muss ins. Das ist konsequent. Ja, nein. Genau in der Gegend. Du weißt ja die Koordinaten vom Dorf. Das ist ja. Und genau in der entgegengesetzten Richtung, genau in die andere Richtung ist unser Dorf. Ja, ich habe hier grob die Koordinaten. Kannst dir ausrechnen, wo unser Dorf ist. Genau. Ich habe die Koordinaten von unserem Dorf. Ich habe nur die von dem anderen. Okay. Dann sag mal, wo lang. Ich gehe schon in die Richtung. Ich bin jetzt hier am Fluss, aber das bringt nichts. Ja, schön. Ich bin halt schon ganz woanders wieder. Oh nein, wo bist du? Lässt mich hier alleine. Momentan gehe ich Richtung Süden. Ich bin noch am Tempel. Ja, Tempel Richtung Süden. Dort, wo das. Verdammt doch mal! Dort, wo das Portal hinzeigt, oder was? Wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Alter! Nee, heute nicht mehr doof looten. Modi, merkt dir die Koordinaten, da gehen wir woanders hin. Ja, für dich, du kannst.
du kannst ja gerne raus, ich kann die Koordinaten geben, aber ich mach hier jetzt noch meinen Scheiß. Oh Mann. Ich bleib ja eh noch auf dem Server. Hier ist auch noch ein Schleifstein, falls du einen brauchst. Ich hab schon einen. Ich glaube, ich brauchte auch nur einen, oder? Laut deinem Screenshot, ja. Meine Fresse, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass man zweimal auf dem Rückweg von irgendwas ein scheiß Dorf findet? Prof hat ja eh gesagt, das Dorf war viel zu groß, das ist irgendwie von ihm gemoddet, dass da irgendwie... Nein, das ist ein zufällig 2 in 1 gespawntes Dorf. Hier ist ein Braustand, den wolltest du doch. Ah ja, ich sehe das Dorf. Das ist aber kein Wüstendorf, das ist so ein, Dschungeldorf. Akazienbiom, ja. Ich habe da einen Braustand. Lass mal rüber wachsen, dann kann ich da, schon mal auf dem Weg nach. Ja, wenn das die ungefähre Richtung ist, dann kann ich da schon mal hinschwimmen. Kannst du noch das Dorf looten. Es sind ja nicht viele Dinger hier, die... Oh, die ich bin hier gerade bei den ersten Häusern. Wir haben sehr viele leere Karten hier, das heißt, wir haben sehr viele... Wir werden die Koordinaten nicht mehr brauchen. Interessante Tür. So, dann gucken wir mal. Jo, ich habe eine Karte von dem Dorf. Okay, ich nehme mal die Türen mit. Die könnten auch was zu was Sinnvolles sein. Akazientüren. Ja. Mach das. Okay. Ja, ich habe das die Location vom Dorf auf jeden Fall markiert. Ansonsten das. Ah, da hinten bist du. Ansonsten würde ich sagen. Oh, hier ist noch ein Kartografietisch. Ist da eine Kiste mit Karten noch zufällig? Yo, mehr Karten. Wir werden niemals Kartografietische brauchen. Und Kompasse für uns leere beide. Karte, leere Karte. Ja. Wir haben sehr viele leere Karten. Und ein Kompass für uns zwei jeweils. Cool. Brauchen wir die scheiß Koordinaten auch nicht mehr. Sehr schön. Das war... So warst du den... Hast den Rest schon gelootet? Ja, einigermaßen. Ich meine, ich habe jetzt ein schönes Bett. Dorf. Das heißt, ich brauche nie wieder was. Dann einmal kurz pennen und dann können wir nach Hause. Jo, mach mal so. Das hier ist ich lieg schon. Ja, ich auch gleich. Moment. Ja, wie sogar ein Doppelbett. So. Jetzt leg ich dich pennen. Cool. Und auf. Ja, Moment, ich nehme noch einen Villager mit. In welche Richtung? Weiß ich nicht wirklich. Ich glaube, hier in die Richtung einfach. Aus der Kamera gerade. Richtung Fluss. Ich brauche jetzt aber noch irgendwen, den ich ins Boot packen kann. Ich denke nicht in die Richtung, weil da kamen wir gerade her. Ja. Ey. Kann das diese Richtung hier sein, oder? Oh nein. Wie toll wär's, wenn wir jetzt Prof hätten. Ja. So, du kommst ins Boot, mein Freund. Wo steckst du? Ich gehe jetzt Richtung Wasser. Welches Wasser? Hier ist auf beiden Seiten Wasser. Richtung Wüste oder Richtung Gebirge? Richtung Gebirge. Und okay. Ich muss mich hier offensichtlich weiterbauen, weil die haben hier Weg. Ich bin jetzt bei den Beeten. Ja, scheiße. Okay, ich bin jetzt hier im Wasser, aber ich sehe dich nicht. Ja, ich komme auch gleich erst. Okay, ich versuche dann schon mal in die Richtung zu fahren. Sag dir dann schon mal, ob du falsch bist. Ist mir scheißegal, ob ich falsch bin. Ich werde hier jetzt lang gehen und ich werde da irgendwo schon zurückkommen. Und ich bin im Wasser. Nee, Richtung Wüste. Okay, ich bin jetzt Richtung Gebirge. Sehr toll. Ich komm zu dir. Mach das, ich habe einen Villager im Boot. Du bist komplett auf der anderen Seite des Dorfes ins Wasser gesprungen. Sehr schön. Boot mitnehmen. So, dann mal auf. Wir hätten aufhören sollen, als der Prof aufgehört hat. Auf keinen Fall. Dann hätten wir den Tempel nicht gefunden, dann hätten wir das meiste andere Zeug nicht gefunden.
In den Schleifstein hätte man das nicht vervollständigt. Scheiße, hier kommen wir nicht lang. Ja, I see. Also aussteigen und nochmal durch die Wüste laufen. So ein Mist. Ja, offensichtlich. Einmal irgendwo wird es ja, die Wüste hat auf jeden Fall irgendwo ein Ufer. Das heißt, wir müssen da. Vorne ist potenziell noch ein Tempel. Nee, lass mal jetzt mal. Nee, aber ich brauche auf jeden Fall Orientierungspunkte. Oder ist das wieder ein Brunnen? Das ist unser. Das sieht sehr ufrig aus. Hier, in die Richtung, wo ich bin. Das sieht sehr gut aus. Hier sind die Kakteen. Das sieht sehr treffend aus. Und das hier ist. Ich glaube, das hier ist tatsächlich noch ein Tempel. Ja, das sieht richtig aus. Das ist das Ufer. Dann mach du mal hier den Tempel. Jo, ist einer. Ich fahr jetzt nach Hause. Nee, das ist ein Turm. Ist das ein Tempel, der in. Scheiß drauf, ich fahr mal nach. Lord. Egal, ob ich da ankomme, vielleicht komme ich auch woanders hin. Ich fahre jetzt in die Richtung, wo ich denke, dass das ein Dorf ist. Ja, cool. Ich habe einen Tempel gefunden, der in einem Berg gespawnt ist. Ich habe leider keine Rüstung. Ich habe jetzt Bock aufzuhören. Ich würde sagen, ich hatte mal die Koordinaten drauf, dass ich da nochmal ran gehe. 3, 3, 8. Das ist auf jeden Fall ein großer Ozean, wo ich hier gerade lang schwimme. Minus 4, 1, 3. Ob das hier ein Ende nimmt. Wir haben gerade Hoffnungs. Bei mir läuft gerade hoffnungsvolle Musik. Heimat. Wir haben uns halt hoffnungslos verjährt, aber wir haben Karten. Das heißt, wir müssen eigentlich nur einmal nach Hause kommen und dann. Ich habe meine Karte nicht aktiviert, das heißt. Ja, das machst du auch besser nicht, weil ansonsten verbrauchen wir sie nur unnötig. Und wie sollen wir dann wissen, wie soll sich die Karte dann. Erst wenn wir zu Hause sind, markieren, dann haben wir eine Karte von zu Hause und dann wissen wir, in welche Richtung wir müssen. Dann haben wir das Dorf und die Wüste und den Tempel nicht eingezeichnet. Also das zweite Dorf habe ich jetzt auf der Karte. Also das neue jetzt. Und den das Tempel? Das Elding weiß ich ja sowieso, wo es von zu Hause aus lang geht. Okay, jetzt. Ich glaube, das sieht gut aus. Jetzt sind wir hier beim Bäume-Biom, Baumwüste, Ufer, Dingens. Muss mal schauen. So. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin optimistisch. Ich möglicherweise auch, ja. Ich bin jetzt voll auf dem Weg nach Hause. Sieht sehr vertraut aus. Ah Mensch, ich habe Kürbisse gefunden. So selten wie Diamanten. So selten. Genau. Das gibt's doch nicht. Wie viele Kürbisse habe ich jetzt schon heute allein gefunden? Die sind safe nicht so viel, so selten wie Diamanten. Natürlich nicht, aber nicht mal. Da kommt das ja, es ist ein Witz in der Community, soweit ich weiß. Okay, dieser Ozean ist ziemlich weit. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Richtung ist. Land. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich nach Hause kommen. Also ich auf vielleicht jeden kommen Fall. Wir auch am anderen, fahren wir einmal um die Welt. Das kriegst du nicht hin. Ich glaube, die Welten sind mittlerweile 100.000 auf 100.000 Blöcke. Aber nach zu Hause sieht das auch nicht aus. Ich bin wieder in irgendeinem Akazienzeug gelandet. Na komm bitte, Heimat. Irgendwann werden wir entweder den Rauch von meiner Feuerstelle oder Profs Haus sehen. Also zu meiner Rechten habe ich irgendwie so ein Biom. Irgendwas so auf halb Wüste, halb. Ich fahre einfach geradeaus, das ist vielleicht der Fehler. Du versuchst dich zu orientieren und ich versuche nach Koordinaten zu gehen. Ja. Geradeaus ist nichts, nur der leere Ozean. Mhm. Und krieg's rum. Jetzt hab ich komplett. Du weißt gar nicht mehr, in welche Richtung ich fahre. Na mal schauen. Kleines Büschel. Gras im Horizont. Und wenn ich dann auch in meinem Kreis gefahren. Ein anderes Haus, genau da, wo du gerade bist.
Beim nächsten Mal holt uns Profi da zurück. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Ich bin ein bisschen zu weit nach links gelaufen. Hier habe ich einige Blumen, einige Bäume. Ah, hier sind wir. Da bist du. Ja, ich bin bei dem kleinen... Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Ich bin gerade beim kleinen Schnipsel-Akazie mitten in der Wüste am Fluss. Das heißt, ich bin gerade in der Nähe vom Dorf. Okay, wo ich bin, weiß ich nicht. Ich habe hier ein großes Gebäude. Großes Gebirge zu meiner Rechten. Ja, lol, hier habe ich... Ich habe hier einmal komplett im Kreis gelaufen. Ich habe hier ein Gebirge, wo Lava ross. Ich habe eine alte Werkbank gefunden. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ich habe hier ein großes Gebirge mit viel Lava. Da fließt viel Lava raus. Ich bin potenziell gerade auf dem Weg in den Dschungel. Eventuell unser Dorf von der anderen Seite. Ich habe eine riesige Gebirgskette. Wenn du große Berge, die teilweise fliegen, mit Lava siehst, dann bist du tatsächlich in der Nähe vom Dschungel. Also. Und das ist richtig oder falsch? Das ist sehr falsch. Dann bist du 1000 Blöcke oder so von zu Hause. Ja. Aber yo, ich bin tatsächlich beim anderen Wüstendorf wieder gelandet. Da wo du angefangen hast, bin ich... Dann müssen wir vielleicht mal Schluss machen. Du vielleicht, ich bin gleich zu Hause. Du hast nicht die Fähigkeit, mich zu porten. Nein, leider nicht. Gut, dann baue ich mir jetzt irgendwo einen Unterschlupf. Oh, ich habe Schildkröten. Das sind Schildkröten. Wenn du im Dorf bist, kannst du mir meine Koordinaten durchgeben, dann kann ich dir mal sagen, wo ich bin. Wahrscheinlich am anderen Ende der Welt. Ich bin bei 1700 und minus 670. Okay, ich habe gerade... Ich bin gerade bei... ...1110... ...62... ...100... 1, 2, 1, 6. Ach du Scheiße. Wir haben uns komplett verloren. Ich bin gerade komplett woanders. Aber so richtig. Ich nähere mich jetzt gerade dem Ende der Wüste. Okay, ich würde sagen... Die hoffnungsvolle Musik. Ich mache das jetzt hier ein bisschen... Lassen wir uns mal schlafen, lass uns mal Betten aufstellen und dann mal schlafen und dann beenden wir den Party an dieser Stelle. Ja. Ich hab Bock aufzuhören, ich muss hier mal. Ich muss dringend hier raus. Ja, dann mach das. Ich glaube, ich laufe gerade zum falschen Koordinaten. Von daher. Beim nächsten Mal wird uns Prof zurück. So, Bett aufstellen. Ich schlafe schon. Ich hab grad keins. Kannst dich trotzdem irgendwo, kannst du irgendwo eins suchen und schlafen legen? Ich muss mal schauen, ich habe weder was zu essen noch... Was ich auch, ich habe nichts mehr zu essen, ich werde... Ich habe verrottenes Fleisch, das ist nicht gut, aber es ist ausreichend. Ich auch nicht mehr, deshalb würde ich nach Hause finden. Ich baue mir jetzt ein Haus aus Sand. Das verrottenes Fleisch ist ja super zum Heilen. Jetzt hol dir Holz, bau dir ein Bett. Ich habe keine Schafe hier. Dann beenden wir den Part jetzt so, oder? In der Nacht. Ich, weil ich werde es wahrscheinlich doch schaffen, nach Hause zu gehen, aber du? Ich glaube, ich bin ziemlich viel zu weit weg, oder? Ja. Ich habe jetzt keine Hoffnung mehr. Ich baue mir noch ein Sandhaus. Bin wieder in der Wüste gelandet. Irgendwie kommt mir das bekannt vor hier. Komplett verwirrt. Na gut, ich beende mal die Aufnahme. Ohne den Prof. So.
Aufnahme ist beendet. Bei mir noch nicht. Ich baue mir jetzt noch ein Haus. Schon. Ich guck, dass ich. Oh, hey, ich bin beim anderen Dorf. Ich bin tatsächlich zu den falschen Koordinaten gelaufen. Ich bin wieder beim. Hast du doch ein Bett, dann kannst du doch dort gleich schlafen gehen. Leg dich mal ins Bett. Mach ich gleich. Ich muss nur durchrennen. Hab keine Rüstung und ich hab viele Monster am Arsch kleben. Ich baue mir jetzt ein Haus mit einer Tür. Oh Gott. Okay, das ist mein Wecker. Ich bin zu einer Fackel gelaufen. Ich hab kein Dorf, ich hab eine Fackel gefunden. Das heißt, hier war ich schon mal und da vorne ist das Lavaloch. Das heißt, sag Bescheid, wenn du ein Bett findest. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ich bin in der Nähe von unserem Ding. Es ist 23 Uhr. Die Fackel und das Lavaloch, das erinnert mich an was. Ich weiß, dass ich in diese Richtung muss. Sag Bescheid, wenn du im Bett liegst. Ja, ich habe auf jeden Fall da einen Schnitt gesetzt. Weil es noch nicht klar war, ob es Dorf oder Lava ist. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich da lang muss nach Hause. Dann kommt da ein Ozean und dann sind wir im Sumpf. Ah, Mann. Schon am Ende. Du musst mich Prof beim nächsten Mal wieder einfach teleportieren, dann komme ich auch irgendwie nach Hause. Ja, du hast dich komplett verfranst. Aber das geht ja, wir haben ja Prof. Oh Scheiße, ich kann kein Dach bauen aus Sand. Mist. Kannst schon, das wird dich halt umbringen. Dann ist es halt open air. Dann haben wir hier irgendwo noch Dirt. Ich hab hier noch Dirt. Ich hab ein Skelett. Wir sollten dringend schlafen. Das Skelett bringt mich hier noch um. Und ich bekämpfe gerade Hunger. Oh! Nee, aber dann kann ich mein Zeug nicht mitnehmen. Ich hab hier noch ein Schneid-Dings. Was verliere ich? Du hast ein Schneidbrett mit, oder? Ja. Wenn ich mich töte, dann wach ich beim. Nee, ich hab schon geschlafen im Villager-Dorf. Ja, also schlafen. Das heißt, du spawnst beim Spawn. Das bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Ich bin nahezu zu Hause, ich bin beim Sumpf. Find nur ein Bett, wo du dich schlafen kannst. Irgendwie um was Prof meinte. Nur ein Bett, wo du dich schlafen kannst. Es find ein Bett und geh schlafen. Ich schlafe in meinem Bett, wenn das so weitergeht. Hier ist das Blumenbiom, da vorne ist der Sumpf. Es sind Monster in der Nähe. Ist gleich da. Ich muss jetzt das Skelett töten. Oder es tötet mich. Oh nein, Spinne. Ich sterbe. Oh Hilfe. Rein hier. Ich kann hier nicht schlafen. Monster sind in der Nähe. Oh doch, jetzt kann ich schlafen. Jetzt schnell ins Bett, bevor die Monster wiederkommen. Ich hab kein Bett. Verdammt. Ich hoffe, mehr oder weniger. Wieso hast du kein Bett? Entlang. Ich habe einen Kürbis gefunden. Du hast vorhin ein Bett. Ja, ich habe das aufgegeben für, ich glaube, Gold. Okay, ich beende den Stream jetzt trotzdem. Ja, ich bin im Bett. Du schläfst, du außerhalb des Streams schläfst, gehst ins, sobald du ins Bett gehen kannst, gehst du ins Bett. Ja. Du mich nach oben, lasst ein Abo da, schaut bei Mordi vorbei, schaut bei mir vorbei. Ich bin fertig. I'm out. Bis dann und ciao.